In diesem Video erfährst du, was die wichtigsten AI-Unternehmen im medizinischen Bereich in Österreich sind. Und zwar habe ich diese Unternehmen von Enlight AI auf der AI Landscape Austria herausgefunden. Das heißt, sie haben hier einige österreichische Unternehmen aufgelistet und wir schauen uns hier diese österreichischen Unternehmen an, die sich mit Health und MedTech beschäftigen. Natürlich gibt es wahrscheinlich noch weitere Unternehmen. Ich habe auch nicht alle hier genommen, weil manche Webseiten existieren einfach nicht, manche Links waren falsch und bei manchen war eine Fehlermeldung, wenn du auf die Seite gehst. Das heißt, wir schauen uns ein paar dieser Webseiten an. Los geht's! Ja, die ersten beiden Unternehmen, die wir uns ansehen, sind sehr spannende Unternehmen, weil sie sich mit Bilderkennung beschäftigen. Das ist ja eins der großen neuen Gebiete, dass auf einmal der Computer sehr genau Muster erkennen kann, sehr genau Bilder erkennen kann. Und gerade im medizinischen Bereich kann sich das als sehr sinnvoll herausstellen. Also wir haben hier die Firma Context Flow, Deep Learning Based Tools to Improve Radiology Workflows. Und wir sehen hier gleich ein paar Bilder, wo offensichtlich hier die AI Bilder erkennen kann. Deep Learning to put the knowledge encoded in thousands of medical images and reports. Das heißt, wir sehen hier gleich eindeutig, was diese Firma macht. Hier sehen wir die Challenges in der Radiology-Branche, also sehr viel mehr Arbeit. Es gibt eine Shortage an Radiologen und es wird immer komplexer. In eine ähnliche Richtung geht gleich das nächste Unternehmen, Empowering Life Science Research with Smart Image Analysis. Also auch hier geht es darum eben, dass die künstliche Intelligenz Bilder und Muster sehr gut erkennen kann und erkennen kann, was auf Mustern zu sehen ist, was auf Bildern zu sehen ist. Und hier haben sie offensichtlich auch eigene Software, wo Portfolio of Ready-to-Use Automated Image Analysis Applications, also auch eigene Anwendungen, die hier in diesem Portfolio zu finden sind. Also eine etablierte Firma auf diesem Gebiet offenbar. Dann haben wir hier die Firma Maya. Hier hat mir insbesondere das Layout der Website sehr gut gefallen, weil gleich am Anfang sehen wir, was die Aufgabe dieses Unternehmens ist: Bridging the gap between AI and healthcare. Das heißt, sie haben hier gleich ihre unique selling proposition, develops artificial intelligence tools for healthcare providers. Das heißt, wir sehen auf den ersten oder zweiten Blick, was die Firma macht. Our current research is centered on informed consent, education and automatic clinical documentation through speech recognition. Und das ist ja auch eines der großen neuen Gebiete, wo eben Machine Learning oder Artificial Intelligence eingesetzt werden kann, eben in der Spracherkennung. Vor 20 Jahren war es noch unvorstellbar, dass der Computer überhaupt versteht, was wir sprechen. Mittlerweile ist es ja mit Siri und Google und so weiter ja allgegenwärtig, dass wir mit unseren Telefonen einfach sprechen können und dass der Computer das auch versteht. Hier kommen die Probleme, das finde ich auch sehr gut, dass sie zuerst quasi den Status, was sind die Probleme, die sie lösen, anzeigen. Also es gibt offensichtlich hier verstärkt Klagen auf dem Gebiet, hohe Kosten, weil alles auf Papier ausgefüllt werden muss. Die Ärzte haben sehr wenig Zeit und die Patienten haben das Problem, dass sie sich schlecht informiert fühlen. Also, dann zeigen sie ihre Solution auf. Aha, sie improven die Health Literacy, sie geben den Doktoren neue Möglichkeiten, also den Ärzten, und automatisch wird es auch dokumentiert, was gesprochen wird. Sie bauen hier offensichtlich ein Werkzeug, ein Tool, also offensichtlich ein Tool, das dokumentiert, wie der Patient aufgeklärt wurde. Ja, ganz spannende Sache. Ja, und hier haben wir eine Seite, wo ich mir nicht ganz sicher bin, was die überhaupt machen. Lassen wir uns es mal auf Deutsch übersetzen: digitale Auskulationsplattform für virtuelle Auskulation. Was ist Auskulation? Das diagnostische Erfassen von Körpergeräuschen über das Ohr des Untersuchers. Alles klar. Das heißt, wenn der Arzt kommt und dich abhört, das ist offenbar
Auskulation und dieses Unternehmen ermöglicht das über die KI, über das Internet offensichtlich das anzubieten. Gehen wir zurück auf Englisch. Und was mir hier gut gefällt, ist, Sie haben hier offensichtlich die Keywords gleich ganz am Anfang drinnen auf Ihrer Seite, um offensichtlich hier auch Keyword optimiert für die Suchmaschine zu sein. Das heißt, die bieten das offensichtlich über die Distanz an, dass eben diese Abhörgeschichte passiert und haben hierfür auch ein Artificial Intelligence System eingesetzt. Also wirklich ein sinnvolles Service auf den ersten Blick. Ja, das ist eine sehr spannende Firma, finde ich. Cogwiz AI, führende Technologien in der Sturzprävention und Erkennung. Was mir sehr gut gefällt, ist, dass hier auf den ersten Blick mit diesen Bildern klar ist, was dieses Unternehmen überhaupt macht. Also wir sehen Sturzerkennung, Sturzprävention, Abwesenheitserkennung, Suizidprävention. Das heißt, sie installieren offensichtlich Überwachungsgeräte und die AI analysiert das Verhalten, Aggressionserkennung und kann hier jeweils Alarm schlagen. Privatsphärenmäßig ist natürlich die Frage, ob das sinnvoll ist, aber ich denke, dass dies eine sehr sinnvolle Einsatzmöglichkeit sein kann und da sehen wir, wie fortgeschritten auch teilweise diese Erkennung durch die künstliche Intelligenz schon ist, wenn sie einfach Verhalten analysieren kann, Muster erkennen kann und dann sieht, okay, die Person steht kurz davor zu stürzen, diese Person ist gestürzt, diese Person befindet sich gerade in einer gefährlichen Situation. Ausgezeichnet, sehr spannendes Unternehmen hier, Cogwiz AI. Ja, und die nächsten drei Unternehmen, die beschäftigen sich auch mit sehr spannenden Themen, nämlich, dass die Leute sich quasi selbst besser diagnostizieren können, ist natürlich auch ein heikles Gebiet, aber dass man Leuten dezentral mehr die Möglichkeit gibt, sich und ihre Symptome besser zu verstehen, ist, denke ich, doch eine gute Einsatzmöglichkeit, also nicht sofort eben zum Arzt rennen müssen. Hier haben wir einerseits die Firma Xund.ai helps you better understand your symptoms and thus make informed decisions for your health. Finde ich auch sehr gut, dass hier sofort auf den ersten Blick erkennbar ist, was diese Firma macht und dass es hier auch eine App zum Downloaden gibt. Das heißt, hier geht es eben darum, dass du deine eigenen Symptome besser erkennen kannst, dass du die Ursachen verstehst und auch Lösungen gleich dafür findest auf dem Handy. Sieht auf den ersten Blick sehr positiv aus. Das nächste Unternehmen geht in eine ähnliche Richtung eben. Das ist auch eine AI-Firma, die den Leuten hilft, sich selber zu diagnostizieren und hier Reports zu bekommen. Dieses Unternehmen, also das finde ich immer toll, wenn es schon Unternehmen gibt, die so Web-Applications machen. Das heißt, du kannst direkt auf der Webseite, so wie bei Google und so weiter, ganz simpel darauf zugreifen und schon einen Test zum Beispiel machen. Das heißt, hier scheint eine künstliche Intelligenz dahinter zu sein und wir können hier in diesem Chatbot unsere Symptome eingeben. Das heißt, symptoma.com, probieren wir mal hier ein Symptom einzugeben. Also ich fühle mich zum Beispiel müde, jetzt geben wir mal hier Fatigue ein. Bist du, are you unusually tired and exhausted? Ja, ich fühle mich ein bisschen müder als normalerweise, ja. Und wir sehen, hier werden die Symptome eingegeben, Patient File. Hier sehen wir mögliche Causes mit 76% Confidence, habe ich Metal Fume Fever oder Covid-19. Naja, mal schauen. Do you have a headache? Nein, Kopfweh habe ich keines. Do you feel fever? Nein, ich fühle mich nicht fiebrig. Habe ich lost appetite? Ein bisschen. Covid-19. Do I have chills? Nein, ich fühle mich eigentlich sehr wohl. Muss ich schweiben? Nein. Do you have belly pain? Nein. Bin ich verwirrt? Ein wenig.
Also es ist interessant, diese AI, also die Frage ist, ob hier wirklich eine künstliche Intelligenz dahinter steht, aber offensichtlich, wenn ich zum Beispiel Worte eingebe, dass zumindest hier eine Worterkennungssoftware im Hintergrund ist und offensichtlich verwenden wir künstliche Intelligenz, finde ich sehr faszinierend. Laut diesem Test ist bei mir herausgekommen, dass ich zu 78% Covid-19 habe. Das heißt, vielleicht sollte ich mal hier anrufen und mich testen lassen. So, die nächste Seite, die wir hier haben, ist mybioma.com. Was mir hier sehr gut gefallen hat, ist, dass diese Seite offensichtlich für Endkunden optimiert ist und da machen sie einen sehr, sehr guten Job. Was mir nicht ganz klar war, war, wie diese Firma mit künstlicher Intelligenz zusammenarbeitet. Aber wir sehen hier Best Practice ganz oben, kostenloser Versand in ganz Europa. Das heißt, ich sehe, aha, ich kann das kostenlos einsenden. Ich kann hier das Analyse-Kit bestellen oder mehr Informationen. Ich frage mich, warum nicht der Button in blau ist und damit mehr heraussticht. Aber hier gleich einmal die wichtigsten Punkte und den Preis. Das heißt, eindeutig wie eine Landingpage, wo gleich etwas verkauft werden soll. Und die Gesundheit beginnt im Darm. Das glaube ich durchaus. Wir haben hier die modernste Darm-Mikrobiom-Analyse. Das heißt, man bestellt sich dieses Kit, sendet das dann ein und bekommt eine Analyse über die Darmgesundheit, scheint ein sehr interessantes Service zu sein, haben hier natürlich auch Social Proof, dass sie Kooperationspartner haben, ein Video auf der Webseite, dann hier, um quasi Sicherheit zu schaffen, aha, wer steckt überhaupt dahinter, das heißt, hier ist wirklich Best Practice bei dieser Landingpage durchgeführt worden, Kundentestimonials, wie kann es helfen bei Darmproblemen, beim Abnehmen, beim Sport? Blogartikel, um für die wichtigsten Keywords zu ranken. Also diese Website ist tatsächlich ein Best Practice, einmal marketingtechnisch gesehen. Ich habe ja 1,5 Jahre jetzt im Online-Marketing gearbeitet und kann hier sehr sehen, dass hier die Best Practices durchgeführt wurden. Wie gesagt, spannendes Unternehmen, spannendes Produkt. Ich frage mich doch hier, aber wie es mit künstlicher Intelligenz zusammenhängt und warum es hier auf der AI Landscape dabei war. Ja, also wir konnten uns hier einige der wichtigsten österreichischen Unternehmen auf dem Gebiet der medizinischen AI ansehen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt ihm natürlich ein Like unten und lasst mich in den Kommentaren wissen, welchen Sektor ich als nächstes behandeln soll. Bis bald!